Leute, willkommen zurück. Omega Rubin in der Siegesstraße. Wonderlock mit dem Nick. Und da ist ein Doppelkampf. Nein. Was soll ich denn machen, ey? Shelterer und Gardevoir ist halt eigentlich kein guter Lead, weil Shelterer kann nicht Erdbeben drücken, wenn Gardevoir im Spiel ist, sondern nur, wenn Gyarados drin ist. Aber Gardevoir hat halt einen guten Movepool. Ich leade mal mit Gardevoir und Shelterer hier. Ich denke mal, das sind Kampf-Pokémon, weshalb ich mit Psychokinese ziemlich gut treffen kann. Ne? Somnivora und Razaf. Okay. Razaf wird effektiv vom Psychokinese getroffen. Vorwarnung. Razaf hat Fuchtler. Das bedeutet, wir facen hier an der Stelle Razaf. Kreuzhieb. Wow. Was für Moves, Alter. Oh, das reicht. Somnivora ist ein Geist, oder? Stärke wird keine Wirkung haben, leider. Ich dachte nicht, dass Gardevoirs Angriff reicht. Oh. Es ist kein Geist-Pokémon. Einigle. Okay, die Frage ist jetzt, was bist du für ein Pokémon? Du hast ja Erdbeben erkannt. Das bedeutet, du bist schwach gegen Erdbeben, ne? Gardevoir wird das nicht tanken, darum wechsle ich hier auf Gyarados. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist, Alter. Auf jeden Fall weiß ich, dass Gyarados Erdbeben immunisiert und das Erdbeben effektiv ist, weil er das erkannt hat. Mit seiner Vorwarnung. Hä? Ach, das erkennt irgendeine Attacke oder was? Ach so. I see. Bist du ein Flug-Pokémon? Nein. Na, dann hätte Erdbeben auch keine Wirkung, ich Vollidiot. Stimmt ja. So, hier gehen wir mal auf Synthese. Ein Igler. Ja, das Ding ist natürlich richtig physisch bulky, ne? Jetzt gerade so. Na komm, jetzt Earthquake, Alter. Gyarados outspeedet einfach, Mann. Ich weiß nicht, ob das reicht. Okay, wenn das Ding jetzt noch Genesung gehabt hätte, ne? Und sich hochgeheilt hätte. Puh. Ich habe keinen speziellen Sweeper. Ich habe nur physische Sweeper, ne? Gyarados und Durengard. Gardevoir hat kein Gedankengut mehr. So. Wo geht's denn hier hin? Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lang die Siege. Yo, das ist schick. Ist mein Team denn geheilt? Ja, so ziemlich, ne? Geht schon. Gibt's hier irgendwas? Nö. Weiß gar nicht, wie lang die Siege. Kann man den Wasserfall da hoch? Das muss ich probieren. Kann man tatsächlich? Okay. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt, Mann. Oh, da ist eine TM. Shit. Kreuzschere. Bringt mir nichts. Und zapp. Ja, ich dachte, hier gibt es Eisstrahl noch. Habe ich mich geirrt. Oder hier in dem Felsen ist Eisstrahl. Ah, da ist noch ein Wasserfall, aber den können wir nicht. So. Oh. Oh, ist das jetzt schon? So, haben wir die Siegestraße schon geschafft. Das war's. Womit leadet dieser Penner? Okay, ich will hier auf jeden Fall... Ah, oh, das ist kacke, dass ich nur 5 Pokémon habe, Alter. Ey, der könnte mir richtig die Leviten lesen jetzt gleich mit seinem scheiß Galagladi, ne? Jetzt bräuchte ich Vivillon noch. Das wäre super. Oh, Heiko. Du bist ein guter Trainer, Mann. Du bist besser als der Rivale. 10-mal besser.
als Maike bist du. 10-mal. Alter, der hat's hier wirklich... Der... Ne? Wisst ihr noch, wie der angefangen hat, der Boy? Ne? Mit nichts. Und jetzt steht er hier, genauso wie wir. Jo, die Mucke. Klingt voll nach Mega Man. Und er hat den Megastein? No fucking way. Altaria. Was ein Schlag ins Gesicht. Dieses Ding wird Watteschild einsetzen. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, dass du Watteschild aufsetzen willst, weshalb ich dich erstmal... Genau, da ist schon der Watteschild. Ja, ne? Dann mach mal dein Watteschild, my boy. Und während du die Scheiße da machst, ne? Bin ich so frei und wechsel einfach mal und setz selber auf, du Pisser. Weil an Durengard wirst du nicht vorbeikommen, mein Bodyguard. Und die Egelsamen ziehen dich runter. Und die Mucke ist der Oberknaller, ey. So, jetzt werde ich schwer tanzen. Und ich outspeede es natürlich. Natürlich outspeed ich. Mit einem Durengard, Alter. Und da kommt der nächste Watteschild. Plus 6 Death. Vielleicht hätte ich auf Garados gehen sollen mit Eiszahn. Das ist vielfach effektiv, ne? Aber das Problem ist, dass Altaria wird nichts mehr machen können, weil... Ja... Das war's. Altaria kann nichts tun. Und ich werde definitiv nicht angreifen. Ich sehe keinen Grund anzugreifen. Das Ding macht mir nichts an Schaden. Ich muss eigentlich nur warten, bis er stirbt. Das Problem ist, wenn ich angreife, dann bin ich ja in der offensiven Form. Und dann kriegt er, ne, dann kriege ich mehr Damage. Aeroas. Das wird ebenfalls nichts tun. Ist auch resisted. My boy. Ja, ich glaube, ich greife dich mal an, ne? Beenden wir dein Leiden. Machen wir das mal so. Das könnte er aber tanken. Weil es auf plus 6, ne? Also. Oh, okay. Und jetzt, glaube ich, Leute, kommt ein Durengard-Sweep. Was will er machen gegen Durengard? Was hat er denn? Gar nichts. Enekoro. Ein Unlicht-Pokémon. Schauen wir uns das mal an, ne? Was der Boy macht. Säuselstimme. Unnecessary Königsschild natürlich, aber... Ja, jetzt ein Schambolzen, wenn du stirbst, ist, ne? Sinnlos. Magneton. Aber ich will jetzt auch nicht mit Durengard so einfach durchsweepen die ganze Zeit. Das können wir immer noch machen. An der Stelle wechsle ich auf Gibi? Ja. Ist der beste Switch für Magneton, glaube ich. Ah, du Pisser. Das war jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube... Hast du Schwebe? Nee, hast du nicht. Und das wird reichen. Und er hat... Ah, Robustheit hat der Boy. Und da kommt die Lichtkanone und wir sind auf minus 2. Das könnte wehtun. Oh, shit. Okay. Auf jeden Fall outspeeden wir ihn. Ja, Leute. Durengard werde ich noch ein bisschen ändern wahrscheinlich. Weil dieses Setup, das ist halt echt... Ne? Gegen Durengard kannst du halt nichts machen. Gar nichts. So, was mache ich denn gegen Roselia?
Eine Drachenklaue. Eine Drachenklaue. Boah, Junge! Knackrack! Woo! Fistet alles weg, ne? Galagladi. So, dieses Ding könnte mich outspeeden. Und wir sind auf minus 2 Death. Ne, bedeutet erstmal Gyarados am Start. Hat er Donnerschlag? Wird er Donnerschlag haben? Auf jeden Fall kriegt er erstmal einen Bedroher ab. Ja, und jetzt kommt tatsächlich Mega Galagladi. Oh, dieses Mega ist so geil, Leute. Oh, das ist so ein geiles Pokémon. Psychoklinge. Jo! Kritte nicht, du Sau! Okay. Ja, ich muss rausswitchen. Okay, er hat einen Bedroher drin, ne? Soll ich nochmal auf Durengard? Nee, ich gehe auf Shelterer. Schlitzer. Wie auf Durengard gewechselt wäre, ne? Da ist der Beulenhelm. So, und jetzt kommt erstmal Egelsam, ne? Nahkampf. Yo! Okay. Ja, das Problem ist, er kann nichts tun gegen Shelterer. Weil Shelterer ist zu bulky. Wir haben Recovery. Ne? Er müsste mich jetzt kritten. Selbst dann würde es nicht reichen. Ich drücke auf Erdbeben. Psychoklinge. Nee. Und das dürfte es gewesen sein. Ist auf minus 1 Death, ne? Durch Nahkampf. Und das war Heiko. Leute. Ne? Und Gyarados will Hyperstrahl lernen. Nee, danke. Lass mal stecken. Krass. Und der gibt uns so 1900? Was ist das denn für ein Bobo? Der hat ja nichts an Cash, Alter. Ja, aber ey, Junge, du bist echt gut. Dein Team ist richtig stark, Alter. Das stimmt. Zurückgehalten habe ich mich. Wenn ich mich zurück... Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, ne? Weil ich wieder von Durengard abgeswitcht bin und ich hätte eigentlich sweepen können, ne? Wäre kein Problem gewesen. Ich finde es wirklich nicht gut, dass er hier einen Galagladi hat. Weil zu dem passt Gardevoir einfach viel mehr, ne? Ah, ich dachte, er gibt uns jetzt das Galagladi-Need. Okay, Heiko. Das machen wir. Aber jetzt gehen wir erstmal durch diese Tür. Und nach allem, was wir durchgemacht haben, nach allen Pokémon, die draufgegangen sind, kann ich euch versprechen, es werden noch weitere Pokémon draufgehen. Ja, denn wir sind jetzt endlich da. Die Zeit ist gekommen. Da vorne wartet sie. Die Pokéliga. Hier ist ein Megastein. Das Mewtwo Need Y. Okay, haben wir nicht. So. Wir sind endlich da, Leute. Und es wird Zeit, das finale Team wird wahrscheinlich so aussehen. Das Problem, was ich mit diesem Team habe, Leute. Eisschwäche. Ja. Wir haben eine krasse Eisschwäche. Und unser einziger Switch-In gegen Eis war Stolos und der ist tot. Ne? Das müssen wir übrigens... Haben wir jetzt in der Siegestraße was gefangen? Nein, haben wir nicht. Weil ich ein Idiot bin, Alter. Das mache ich gleich noch.
Was habe ich noch? Kangama. Okay. Was habe ich noch? Ein potenzielles Machomai. Wisst ihr, was das Problem ist an der Top 4? Ich glaube, es gibt eine Eistrainerin. Und wenn ich mit dem Team da reingehe, habe ich keine Schnitte gegen die Alte. Ne? Gar keine. Ich werde Gardevoir wieder Gedankengut beibringen. Ich werde Gardevoir vielleicht sogar Donnerblitz bei. Apropos Donnerblitz. Das holen wir jetzt gleich, ne? Das traden wir. Taubos brauchen wir ganz kurz wegen Fliegen. Ah ja, hier ist noch ein Carpador tatsächlich. Wo ist das gefangen? Fliegestraße? Ja. Wusste doch, ich habe was gefangen. Und Leute, hier ist noch eins. Ne? Das liegt da schon ewig drin. Route 100. Ja, okay. Also das traden wir auf jeden Fall auch noch. Ja, haben wir drei neue Encounter. Ich sortiere es immer gerne, ne? Dass ich keine Lücken habe. Ohafnir. Auch eine Vierfachschwäche gegen Eis. Fiaro. Ist Eis tatsächlich neutral, aber es hat halt kein Orkanschwingen, weshalb es nicht wirklich zu gebrauchen ist. Schade eigentlich. Durengard natürlich absoluter MVP, ihr habt es gesehen. Durengard ist mega crazy. Das erste, was wir machen, ist jetzt, wir werden uns Donnerblitz holen. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt leveln muss. Weil die Top 4 an sich, die gibt natürlich auch EP, ne? Wenn ich level, dann vielleicht auf 53 oder so. I don't know. Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr Donnerblitz wollt, ne, dann müsst ihr, brauche ich Surfer? Brauche Surfer, ne? Ich glaube, ich brauche Surfer. Ich glaube, ich brauche einige VMs. Und ich werde auf jeden Fall, bevor wir in die Liga gehen, werde ich VMs verlernen. Ja? Weil wir brauchen keinen Shelterer mit Stärke. Wir brauchen keinen VM-Sklaven. Wir haben in der Pokéliga haben wir 6 Pokémon, die wir benutzen werden. Und die werden wir, ne, vollstens benutzen. Wir werden ihr Potenzial ausschöpfen, komplett. Das heißt, ich werde Durengard auf jeden Fall Schwertanz. Ja, wohl. Eigentlich dumm, weil Durengard haut eh schon krass rein. So, jetzt fliegen wir auf jeden Fall. Und zwar müssen wir nach Neu-Malvenfroh. Ja, das ist hier. Da könnt ihr hin, wenn ihr Omega Groudon oder Alpha Kyogre besiegt oder gefangen habt, könnt ihr nach Malvenfroh zu Walter in der Mitte der Stadt. Ich zeige euch gleich, wo das ist. Da geht ihr dann, ne, da steht dann hier der Boy, hier steht der. Und der gibt euch dann den Residenzschlüssel. Da müsst ihr in die Residenz hoch. Da kriegt ihr auch Kehrtwende in einem der Residenzdinger. Und der gibt euch dann den Schlüssel nach Neu-Malvenfroh. Und jetzt müssen wir da erstmal hinkommen. Ja. Wo muss ich denn? Muss ich hier surfen? Weiß es gerade nicht. Muss ich hier surfen? Nee, ich will das Schild lesen. Lang lebe Team Magma. Okay. Wo ist der Eingang nach Neu-Malvenfroh? Das müsste es sein. Neu-Malvenfroh. So, und dadurch, dass wir bei Walter waren, kommen wir hier natürlich rein. Hier ist das Problem. Wir haben hier ja theoretisch einen Encounter, ne? Aber. Oh, hier gibt es einen Donnerstein. Ich habe leider noch nie ein Evoli gekriegt im Wonder Trends. Hätte ich das bestimmt schon benutzen können. Aber das Problem. Hier sind halt Elektroballs drin. Und die machen gerne mal Bum-Bum. Und das ist mein Encounter, ne? Und das heißt, ich müsste das Ding fangen. Ich tendiere gerade tatsächlich auf den Meisterball, aber. Ja, ich probiere es mal mit dem Hyperball. Wenn es nicht drin bleibt, okay. Habe ich den Encounter halt nicht. Ich habe ja genug. Ne? Wir haben noch genug Pokémon. Glaube ich. Und es bleibt nicht drin. Und es benutzt Kreideschrei. Okay.
Das darfst du gerne machen. Wir haben halt eine krasse Eisschwäche in unserem Team. Leute, ich muss die Eisschwäche wegbringen und ich weiß nicht wie, ne? Wir haben kein Pokémon mit Speckschicht, sonst hätte ich Relaxo genommen. Oder hat er Speckschicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Gyarados ist halt neutral, Durengard wird neutral getroffen und Gardevoir wird auch neutral von Eis getroffen. Also wir haben keine. Wir haben drei Eisschwächen, zwei davon vierfach. Und wir haben aber kein Switch-In für Eis. Ne? Außer Durengard, weil das einfach OP as fuck ist, das Ding. So. Wie gesagt, ich habe meinen Encounter. Ich muss dieses Ding nicht bekämpfen. Tue ich auch nicht. Will nur gucken, was es hier gibt. Ne? Wenn ihr euch fragt, was wir hier machen, wir holen uns Donnerblitz. Weil dadurch haben wir natürlich einen guten Move für Gardevoir. Ja, bitte. Was ist denn das hier? Oh mein Gott, ernsthaft? Ich dachte eigentlich, das geht hier ratzfatz, ne? Aber durch die ganzen Voltorballs verzögert sich das alles ein bisschen. Leute, Knackrack ist. Ich bin so froh, dass ich Kaumalot bekommen habe in dem scheiß Trade, Alter. Ich bin so froh, dass ich Grabmokles bekommen habe. Ein Durengard und ein Knackrack. Leute, wie OP ist das denn, Mann? Ach so, hier. Also theoretisch können wir einfach durchlaufen, hier in diese Maschine gehen und den Knopf drücken. Fertig. Ne, Überprüfung durchgeführt. Zap, zap. Perfekt. Ah! Und dann holen wir uns gleich noch Donnerblitz von Walter. Und dann? Was machen wir dann? Dann gibt es eigentlich nichts mehr zu machen. Dann werde ich offscreen noch ein bisschen trainieren. Euch dann mein Team vorstellen im nächsten Part. Dann werden wir mit diesem Team Ampharos Need. Holy shit. Dann werden wir mit diesem Team und Metallmantel. Oh, haben wir einen Onyx? Können uns einen Stalos machen, Digga. Yo. Crazy. So, und jetzt fliegen wir wieder nach Malvenfro City. Gehen hoch in die Residenz, wenn ich jetzt weiß, wo Walters scheiß Residenz nochmal war. Und der gibt uns Donnerblitz, der Boy. Und Gardevoir kann, glaube ich, Donnerblitz lernen. Und das ist eine gute Coverage gegen Wasser-Pokémon, die uns nicht viel können mit Gardevoir. So. Um in die Residenz zu kommen, ne, müsst ihr auf dieses. Da. Da ist der Aufzug. Ja, da könnt ihr erst rein, wenn ihr mit Walter gesprochen habt in der Mitte der Stadt. Wie gesagt, hier oben gibt es Umkehrkämpfe. Hier gibt es Kehrtwende. Ne? Also lohnt sich schon mal hier reinzugucken, gerade wegen Kehrtwende. Was ein guter Move ist. Ich bräuchte ein Elektro-Pokémon, ne? Hier ist nicht Walter. Hier irgendwo müsste Walter sein. Hier. So, und der Boy. Gibt uns Donnerblitz. So. Bam! Ja. Neu-Malvenfroh ist schon richtig scheiße, ne? Richtig ins Klo gegriffen und drin rumgewühlt, ey. Mit dem Plan. So, jetzt fahren wir wieder runter. Es gibt nur ein Erdgeschoss. Warum fragt er mich das, wenn es nur ein fucking Stockwerk gibt? Okay. Fliegen wieder zurück. Was? Was? Ach so. Die Mitte ist frei. Ah. Was habe ich denn jetzt gemacht? Den Pokédex aufgemacht.
ganz ruhig. Ich will nur zurück zur Pokémon-Liga. Und mein Team nochmal angucken und festzustellen, dass wir eine immense Eisschwäche haben und immer noch kein Switch-In für Geistattacken. Ne? Wir haben übrigens auch eine kleine Feuerschwäche. Ne? Durengard, Vivillon und Shelterer. Also Feuer ist nicht gut, Eis ist nicht gut, Geist ist nicht gut und ich glaube, alle drei kommen in dieser Pokémon-Liga vor. Ne? Nice! Super! Also ich habe echt kein gutes Gefühl aktuell. Ne? Also das wäre unser Team. Das tauschen wir alles noch. Und zwar jetzt. Ich weiß, der Part ist schon viel zu lange, Leute. Ich weiß. Aber wir tauschen das jetzt. Bis gleich. Okay. Ah. Das ist, by the way, erst das zweite Pokémon. Das haben wir, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir gleich mal. Okay, wir haben Flummel noch nicht, übrigens. Hätte ich nicht gedacht. Aber das haben wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein fucking Evoli. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, welches Level hat das Ding? Bitte nicht so hoch. Bitte ganz da unten. Oh, Level 1. Und es kann Staffette. Angsthase, was ist das? Ist das die Hauptfähigkeit? Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, was ich mache. Aber das erkläre ich gleich. Ich glaube. Oh ja, das ist. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Yo. Alles klar. Okay, Leute. Ne, wir haben jetzt ein Evoli. So, das Problem ist, ich glaube, in der Top 4 ist eine Eistrainerin. Und wir haben nichts gegen Eisattacken. Wir haben nichts gegen Eis-Pokémon. Gar nichts. Wir haben eine Ultra-Eisschwäche. Ne? Wir müssen jetzt mal was nachgucken, ja? Wir müssen jetzt mal zusammen ein Team-Recap machen, ja? Was haben wir? Ich meine, das ist unser Team. Knackrack ist vierfach schwach gegen Eis. Shelterer ist schwach gegen Eis. Vierfach. Vivillon ist schwach gegen Eis. Und kein Pokémon resistet Eis in meinem Team. Kein einziges. Ne? Das bedeutet, wir gucken uns mal kurz das Evoli an. Wir alle kennen die ganzen Evolutions. Es hat ein Init-Hochwesen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich möchte mir ein Flamara machen. Ich glaube, ein Flamara ist die klügste Wahl, die ich treffen kann. Welche Möglichkeiten habe ich? Relaxo ohne Speckschicht. Fiaro. Ebenfalls eine Möglichkeit. Ist aber wieder ein Flug-Pokémon, hat wieder eine Elektroschwäche. Na? Die Frage ist, wenn wir Flamara nutzen. Nehmen wir mal an, das ist ein Flamara auf Level 54. Was nehmen wir raus? Ich glaube, am verkraftbarsten ist Shelterer. Ne? Halten wir das mal im Kopf, dass es so aussehen würde. Das Problem ist, Vivillon und Flamara, also. Wir haben jetzt hier, ne, linke Seite und rechte Seite. Linke Seite Knackrack, Gyarados und Durengard, Pokémon, die super bulky sind und die rechte Seite hält nicht so viel aus, ne? Also wir haben Hälfte, Hälfte so. Das passt eigentlich. Ich habe Angst vor der Top 4. Ich habe richtig Schiss.
und ich werde dieses Team trainieren. Ich werde die Attacken vielleicht ein bisschen switchen. Gerade hier wird anstatt Blitz wird auf jeden Fall der Donnerblitz kommen. Anstatt Diebeskuss wird wahrscheinlich Mondgewalt sein. Hier wird noch ein Orkan kommen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, auf welchem Level es es lernt. Durengard. Weiß ich nicht, ob ich da was ändere. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr seht, die Init ist nicht so krass. Allerdings outspeeden wir selbst den Gardevoir. What the fuck, Alter. Die Init ist viel zu hoch. Na gut. Keine Ahnung, Leute. Ich werde ihm noch den Beulenhelm nehmen. Ja. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann die Top 4 angehen werden mit einem neuen Team. Haut rein.